Moin Leute, was geht? Mein Name ist wieder YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Klar, ich habe wieder ein Commentary für euch vorbereitet. So, jetzt packen wir erstmal die MK48 ein. Und zwar, dieses Thema geht um ein Produkt auf unserem Planeten, was natürlich nicht zu verschweigen ist. Es ist der Rohstoff. Das kann jetzt das Öl sein, das kann natürlich Kupfer sein, Silber, Gold, Platin oder auch, was auch sehr wichtig ist, das müssen wir auch ansprechen, die seltenen Erden. So, Öl, wisst ihr ja, Öl ist der Treibstoff unseres täglichen Lebens. Ob Plastik wie das hier oder in der Automobilbranche, überall ist ohne Öl funktioniert es nicht. So. Wir haben aber auch noch andere Rohstoffe, die unglaublich wichtig sind, wie zum Beispiel Kupfer. Für was braucht man denn eigentlich Kupfer? Nicht nur für die Münzprägung, wie zum Beispiel die 1, 2, 5 Cent Münze oder 10, 15, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, es geht einfach darum, dass dieses Kupfer Wärme leitet und ohne Kupfer können wir uns diese Welt einfach nicht mehr vorstellen, weil wir brauchen Kupfer. Ohne Kupfer funktioniert es einfach nicht. So, jetzt haben wir noch einen anderen Rohstoff, der auch sehr wichtig ist, ein sehr extrem wichtiger Rohstoff, den man gar nicht glaubt. Und zwar, es ist der Rohstoff Silber. Silber ist auch chemisch genannt Argentum, ein sehr häufiger Rohstoff. Es werden knapp 20.000 Tonnen im Jahr produziert, aber dieser Rohstoff, der verknappt sich langsam, weil diese ganzen Reserven für Silber nur noch 13 Jahre betragen und Silber überall verwendet wird. In jeder Technologie, in jedem, alles was elektronisch ist, da steckt Silber drin. Und das ist unglaublich wichtig, weil es der schnellste Leiter von Strom ist, den es auf unserem Planeten gibt. Wir haben aber noch seltene Erden und da haben wir ein kleines Problem in der Zukunft, weil es gibt gar nicht so viel seltene Erden, weil der Großteil dieses wichtigen Produktes, was natürlich für die Smartphone-Technologie oder für die Technologie, die in High-Definition-Fernseher verwendet wird, einfach hauptsächlich in China gibt. In China liegen die meisten Rohstoffe. Also es sind wirklich über 90% der Rohstoffe, die in China lagern. Und klar, wenn jetzt China sagt, nein, wir geben euch keine Rohstoffe mehr, da haben wir ein Problem, weil dann gibt es einen sogenannten Rohstoffkrieg. Und ich denke, dieser Rohstoffkrieg, der wird eines Tages kommen. Unsere Kinder werden das noch erleben. Vielleicht werde ich das auch noch erleben, wenn ich mal 60, 70 Jahre alt bin. Da werden die Leute wirklich kämpfen für das Öl, kämpfen für das Silber, kämpfen für das Gold und kämpfen für jedes Gramm seltene Erden. Weil das spielt dann in der Zukunft eine wichtige Rolle, weil die Zukunft der Menschheit ist auf Edelmetalle und auf natürlich diese ganzen Rohstoffe, die es auf dem Planeten gibt, wie zum Beispiel Öl zum Beispiel, einfach angewiesen. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen näher gebracht zu den Rohstoffen und das ist ein sehr interessantes Thema. Man kann natürlich noch viel, viel tiefer eingehen. Ich habe es nur oberflächlich ein bisschen angekratzt, weil dieses Thema einfach gesagt werden muss, ganz klar. Es ist ein Thema, es wird eines Tages kommen. Ich hoffe, dass es nicht zum Atomkrieg kommt, aber wir werden den Krieg erleben und bis dahin sage ich einfach mal ciao, haut rein, euer YouTube Gamescom. Bis dann, ciao.